Servus liebe Landtechnik-Fans und herzlich willkommen bei AgroPictures. Pickup-Spader mit Förderband liegen voll im Trend. Sie behandeln das Futter besonders schonend und lassen Steine und Schmutz am Boden zurück. Pöttinger macht die Vorteile dieser Technik jetzt auch für Bergbauern nutzbar, mit dem neuen Mergento Alpin. Wir durften die Maschine bereits vor der Markteinführung in der Praxis ausprobieren. Viel Spaß mit unserem Technikcheck. Seit letztem Jahr ist Pöttinger mit dem Pickup-Bandschwader Mergento am Markt. Eine gezogene Maschine mit zwei Auslegern, flexibler Ablage und bis zu 9,20 Meter Arbeitsbreite. Jetzt gibt es auch eine kleinere Ausführung für den Einsatz im Berggebiet, den Mergento F4010 Alpin. Er hat eine Aufnahmebreite von 3 Metern und wiegt laut Hersteller gerade einmal 575 Kilogramm, kaum mehr als ein gleichbreites Alpin-Frontmähwerk. Der kurze Anbaubock mit verschiedenen Koppelpunkten erlaubt eine schwerpunktgünstige Verbindung zu den verschiedenen Trägerfahrzeugen. Wir waren mit einem Lindner Lintrak 80 und einem Reform Metrak H75 unterwegs. In der alpinen Landwirtschaft sind leichte Maschinen mit guter Bodenanpassung gefragt. Deshalb hat sich hier zum Schwaden der Bandrechen als Standard etabliert. Weil das Futter über den Boden gezogen wird, muss man aber, genauso wie beim Kreiselschwader, immer eine gewisse Verschmutzung in Kauf nehmen. Nicht so beim Mergento, der sich grundlegend von den herkömmlichen Systemen unterscheidet. Er nimmt das Gras mit seiner Pickup sauber auf. Ohne weiteren Bodenkontakt wird es schonend mit einem Förderband wahlweise nach links oder rechts transportiert und auf ein lockeres Schwad gelegt. Dieses Funktionsprinzip erlaubt höhere Fahrgeschwindigkeiten und damit auch mehr Schlagkraft als mit einem Bandrechen. Das Futter wird nicht überfahren. Schmutz und Steine bleiben auf der Fläche zurück. Schauen wir uns die Technik im Detail an. Pöttinger verbaut eine Pickup mit 4 Reihen gesteuerter Zinken, die nach vorne gekröpft sind, um das Futter aktiv vom Boden wegzuheben, ähnlich wie eine Heugabel. Durch die Kurvenbahnsteuerung tauchen die Zinken nach unten ab, bevor das Gras über eine Stufe auf das Förderband fällt. Der serienmäßige Rollenniederhalter mit Pralltuch verbessert den Materialfluss, besonders bei kurzem Erntegut und beim Bergabfahren. Für den Einsatz in extremen Futtermassen kann man die Rolle in einer höheren Position mit Bolzen abstecken. Das bewegliche Gestänge ist über Federn und Gaszylinder gedämpft. Zur Bodenanpassung hat Pöttinger 3 Kammkufen in die Pickup integriert, die das Gerät extrem nah am Zinkeneingriff über die Grasnarbe führen. Die Rechhöhe lässt sich über Distanzscheiben verändern. Die Feinjustierung nimmt man mit dem Oberlenker vor. Der Mergento Alpin ist pendelnd aufgehängt und kann sich der Querneigung beidseitig um 8 Grad anpassen. Am Vorgewende und bei Straßenfahrten wird das Gerät von Zugdruckstößeln stabilisiert. Auf die optionalen Entlastungsfedern konnten wir bei unseren Einsätzen verzichten, weil beide Traktoren mit einer aktiven Geräteentlastung am Frontkraftheber ausgestattet waren. Das Förderband ist 620 mm breit und erlaubt einen flexiblen Futtertransport auf beide Seiten. Laufrichtung und Geschwindigkeit lassen sich über ein kleines Bedienpult in der Kabine steuern. Für eine schmale und exakte Ablage war unsere Maschine mit einem schwenk- und teleskopierbaren Schwarttuch an der linken Seite ausgerüstet. Die schonende Arbeitsweise minimiert Bröckelverluste. Damit eignet sich der Mergento Alpin besonders gut für den Einsatz im Heu. Zum Ausschwaden von Ecken oder Hindernissen kann man das Band auch kurzzeitig stoppen, um Gras auf die Maschine zu laden, das dann an gewünschter Stelle wieder dosiert abgelegt wird. Mit einem Hebel an der Rückseite lässt sich das Band werkzeuglos entspannen. Eine geschraubte Verbindung erlaubt bei Bedarf den schnellen Ausbau, um beispielsweise die Umlenkwalzen zu reinigen. Die komplette Maschine wird hydraulisch angetrieben. Dazu braucht der Traktor ein doppelt wirkendes Steuergerät oder einfach wirkendes Steuergerät mit freiem Rücklauf.
Den erforderlichen Ölfluss beziffert Pöttinger auf mindestens 22 Liter pro Minute. Die Drehzahl lässt sich an einem Regelventil begrenzen. Für den Einsatz mit Zweiachsmähern empfiehlt der Hersteller ein optionales zapfwellenbetriebenes Hydraulikaggregat für den Heckanbau, das zusätzlich für eine ausgewogene Gewichtsverteilung sorgt. Unser 75 PS starker Metrag H75 kam mit dieser Kombination am Steilhang gut zurecht. Wer mit dem Bandrechen vertraut ist, der wird sich auch an den Magento schnell gewöhnt haben. Die Arbeit ist angenehm, weil man nicht ständig umschauen muss. Die transparente Rückwand aus Plexiglas erlaubt direkte Sicht auf das Förderband. Aktuell ist Pöttinger mit einer Vorserie unterwegs, um der Maschine den allerletzten Feinschliff zu verleihen. Bestellungen sind ab sofort möglich. Zur kommenden Saison wird der leichte Bandschwader dann voll verfügbar sein. Liebe Zuschauer, zum Schluss ist eure Meinung gefragt. Wie gefällt euch der neue Magento Alpin und was haltet ihr ganz allgemein von diesem System? Schreibt uns gerne eure Meinung unten in die Kommentare und lasst ein Like da, wenn euch unser Technikcheck gefallen hat. Wer jetzt noch nicht genug hat, der sollte unbedingt unseren YouTube-Kanal besuchen. Dort findet ihr weitere Videos zu verschiedenen Maschinen und Einsätzen aus der alpinen Landwirtschaft.